So, wir kommen zurück. Mitten ins Gesicht. Wir müssen Archangel retten. Der kriegt nämlich langsam richtig Ärger. Er gehört zu Archangel. Das war's für dich. Wechseln, du gehst mal auf die Pistole und du bleibst auf der Waffe. Du hast das schon an. Brandmunition. Nee. Bin dabei! Ja, genau das wollte ich nämlich. Archangel? Guck mal! Shepard! Garrus! Dachte, sie wären tot. Garrus, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben, wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte, für Sie reicht einfach Garrus. Ach, Garrus, mein Buddy. Einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Mass Effect-Universum. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Ja, getroffen hat er uns eigentlich nicht. Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Wir können nicht bloß rumsitzen und warten, bis sie herkommen. So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind... Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Wenn wir als Team kämpfen, können wir sie auf Distanz halten. Sie haben recht. Hier drinnen hilft ihnen ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen.
Das sind weitaus mehr als nur Speer. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkern mit allem ein, was wir haben. Los geht's! Wir brauchen die Disruptor-Munition. Der hat schon die Disruptor-Munition, er hat noch nichts. System für Spezial. Erwischt! System aus. Komm hier rüber! Ach, der kann das nicht, wenn die Schilde da sind, okay. Eure Schlagschuss ab! Aufpassen, sie postieren Scharfschützen. Gute Reise! Eclipse-Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft. Oh, shit. Oh! Ich weiß gar nicht, ob hier ein paar durchgekommen sind. Vendicar. Sind da tatsächlich welche durchgekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja. Fuck, das Ding ist ja gar nicht mal so schlecht. Hat zwar nur Einzelfeuerschussfrequenz und kein Dauerfeuer, aber... Wenn man will, dass was ordentlich erledigt wird. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Archangel. Los! Online. Verdammt, jetzt schicken Sie schwere Mechs los. Das Problem müsste sich eigentlich von selbst lösen. Haha.
Ding hat auch nur 24 Schuss, ey. Das ist schon bitter. Ich hab mal auf. Nein, ich hab die Schrotflinte auf Scharfschützengewehr wechseln. Hat mich nicht mal kommen sehen. Was? Das hat er überlebt? Eure Schlagschuss ab! Eclipse-Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft. Wissen wir? Da ist keiner in die Basis. Zieh meine Verteidigung offline. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm! Nein! Flucht. Hinter mir! Genau zwischen die Augen! Eine Betäubungsschuss ab! Kommt Jared. Ich hab sie. Ja, easy. Es waren anscheinend alle. Suchen Sie mich, bevor die sich neu formieren. Sie haben's echt drauf, Shepard. Sie sind kaum an mich rangekommen. Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Warum waren Sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes Iso im gesamten Citadel-Gebiet transportiert. Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega. Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt. Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten. Ja, du vergisst ja ein Detail, lieber Garrus. Das ist ja sein Bruder, aber... Es sind immer noch Bloodpack und Blue Suns übrig. Sollen wir versuchen, durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Was zum Teufel war das? Verdammt! Sie sind in der unteren Ebene. Tja, irgendwann mussten Sie ja mal Ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Sie jetzt sterben zu lassen. Wir teilen uns in Zweiergruppen auf. Einer aus meinem Team bleibt hier. Sind Sie sicher? Wer weiß, was da unten auf Sie wartet? Jacob hat die Möglichkeit, Dinge in die Luft zu heben. Ich lasse ihn Said hier. Said, bleiben Sie bei Garrus und halten Sie ihn am Leben. Wird gemacht. Danke, Shepard. Sie gehen jetzt besser. Wie komme ich in den Keller? Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Sie müssen schnell darunter. Viel Glück. Okay, dann mal los. Also, der gute Said bleibt hier. Universalwerkzeug, Kräfte, Boost. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Tech-Schaden. Guck mich mal eben noch in der Bude hier oben. Na gut. So, ich glaube, ich werde die Waffe nochmal wechseln, denn ich finde Vendicator nicht schlecht, aber ich finde die Avenger besser. Ich mag dieses Schnellfeuer. Zurück. Jacob, können wir das alles so lassen, wie es ist. So, dann mal los.
Eben auf die schnelle Uhr gucken. Die schnelle Uhr sagt, mach mal. Gehen Sie zu der Konsole und machen Sie den Laden dicht, bevor die reinkommen. Shutdown eingeleitet. Zweifel rechts. Ach du Scheiße. Komm hier rüber. Glaube ich, gehe jetzt mal auf die Brandmunition. Fuck, der kommt hier rum. Das ist ein Wagen. Das war relativ schnell. Gute Reise. Feindbeschuss. Fuck! Komm hier rüber. Ich hab keine Munition mehr. Need Muni. Nimm mit dir. Gute Reise. Schluss und Tod. Okay, jetzt aber nichts hier los. Ich liege unter Beschuss, Shepard. Es wird Zeit, die verdammten Läden zu öffnen. Waffen gesichert. Okay, nichts über hier. Garrus hat fast die Hälfte. Zeit muss sein. Ach, Scheiße. Verstanden. Unterwegs. Komm schon. Waffe wechseln.
Verstanden. Ich kümmere mich um Archangel. Von links! Kann mich nicht! Oh fuck! Das war knapp. Man macht sie fertig. Unterwegs. Dann füllen wir auch mal die Shotgun raus. Oh, nice. Oh, der fliegt in die Gegend. Leben bekommen. Okay, geschafft. Und Garrus hat noch immer noch ein Viertel ungefähr. Das wird Knäppchen. Sie sind stehen geblieben. Suchen Sie mich. Hier gibt's noch eine Truhe. Mit Geld. Harte Kerle, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung! Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Sie laden Truppen ab. Aufpassen, Shepard. Fliege unter schwerem Beschuss! Am Darkst. Ich hab sie. Dann macht sie fett.
Fuck, ey, die hauen ganz schön übel rein, die Typen. Wahnsinnsschuss! Geh mal wieder auf die Pistole, Kollege. Wechseln Sie! Ach, das ist Genta! Sein. Fuck, voll daneben gehauen. Gute Reise. Vorsicht. Kopfschuss. Wo ist denn die? Wir schaffen Sie hier raus, Garrus. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen.
Er wird es nicht schaffen. Nein, Garrus. Archangel aus Belago durch Söldner befreit und für das Team rekrutiert. Unsicher, ob Archangels Verletzungen daran hindern, bei der Mission von Nutzen zu sein, Enthüllung, sondern die der Scarus Vicarian in jedem Fall hilfreich, um Shepard bei lauernden Zeiten. Das ist ja ätzend, da weiß man ja schon, dass. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Ach Mann, die alten Kumpels. Offen gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Sie. Cerberus, Shepard? Erinnern Sie sich daran, was für kranke Experimente die gemacht haben? Im Augenblick sind Sie ein notwendiges Übel. Ich brauche Ihre Ressourcen, um das hier durchzuziehen. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Ja, das ist auch ein interessanter Hinweis. Zwei Sachen haben wir festgestellt in der Mission. Said mitzunehmen bringt neue Dialogoptionen, weil die sich kennen, der gute Tarek und Said. Das werden wir, glaube ich, später noch erfahren, was damit auf sich hat. Und Garrus hat eben gerade natürlich darauf angesprochen, er hat zum Schluss gesagt, wissen Sie noch, was die für kranke Experimente gemacht haben? Das wüsste man nicht, wenn man Cerberus im ersten Teil natürlich nicht verfolgt hätte, dann wäre der Dialog auch nicht gekommen. Von daher sind das immer so ganz kleine nette Details, die man halt auch wirklich mitbekommt, wo man so kleine Flashbacks auch selber hat. Moment mal, stimmt ja, die haben ja das und das getan. Genau wie da bei der Helena Blake. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Das liebe ich die Reihe auch immer, so ein kleiner Hinweis zu den vorigen Dingen, die passiert sind in der Vergangenheit. Okay, ich mache hier einen Cut an dieser Stelle. Ist eine längere Folge geworden, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben Archangel bzw. Garrus wieder in unseren Reihen. Und meine Güte, ein Mass Effect ohne Garrus, da... Weiß nicht, Mass Effect Andromeda, wenn da auch so eine coole Sau dabei ist, dann habe ich nichts dagegen. Aber Garrus, ich werde ihn vermissen. Jetzt schon, mehr oder weniger. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!